Leute, es gibt wieder gute Neuigkeiten und es gibt leider auch schlechte Neuigkeiten für die Horizon Mains. Leider, eben wurde der Trailer fürs Halloween-Event veröffentlicht. Es gibt endlich einen neuen Modus, nicht der herkömmliche Shadow Royale-Modus. Es gibt ein paar richtig, richtig geile Skins fürs Cosmetic-Event, für das Heirloom-Event, für Fuse. Das Fuse-Erbstück sieht ultra nice aus. Ich weiß, dass das gerade die wenigsten interessiert. Es geht wieder um Kohle, 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 obwohl doch Season 18, auch Season 17 alles andere als gut war, kann ich alles verstehen. Ich möchte das jetzt aber beiseite schieben. Darum geht es einfach in diesem Video nicht, weil irgendwann muss es ja auch mal weitergehen. Wir können ja nicht den ganzen Tag rumjammern, auch wenn ich verstehe, dass das zu Recht der Fall ist. Es gibt ein paar geile Skins, es gibt aber leider auch einen fetten Horizon-Nerf, den ich nicht, absolut gar nicht nachvollziehen kann. Im Replikator, warum spreche ich denn das Wort Replikator so blöd aus, gibt es auch ein paar Änderungen, es gibt ein paar Bugfixes und es gibt Patch Notes und so weiter. Also, ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer in voller Montur. World's Edge After Dark. OG World's Edge. Leute, es ist zu geil. Endlich wieder die Original World's Edge Map. Wer sie noch nie gespielt hat, seit Season 3, bevor sie verändert wurde, es ist einfach der Hammer. Und dieses Event wird einfach spielbar hoffentlich werden und geil werden. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Dann zeige ich euch die Patch Notes. Und wer dann noch dranbleiben will, dann gehen wir den Trailer nochmal durch. Und dann gehen wir nochmal Stück für Stück die einzelnen Sachen so durch. Also viel Spaß dabei. Alright, listen up, lads. If we're gonna fight the bloody apocalypse, we're gonna need a hell of a lot of fire. Good thing your old mate Fusey showed up, eh? A little darkness never hurt anyone. That's what you lot are for. Well now, what's this? You're not the first blemish I've cut away. Fists will be on our side. This is not magic. You dead yet? The suspense is boring me. Oh, this? Prezi from Houndy. Good for shredding a few blokes too, I reckon. So, wie versprochen. Erstmal Trailer, ultra geil. Das Event selber, müssen wir mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall kannst du hier diese komischen Totenköpfe herbeibeschwören und diese Totenköpfe verfolgen die Gegner. Und wenn die den Gegner überholen, eintreffen, dann gibt es einen Impact und dann kann ich euch leider nicht mehr dazu sagen. Wir werden auf jeden Fall jetzt einfach mal zum Punkt kommen, was hier einfach erst einmal der Einblick World's Edge After Dark, die Original Map World's Edge. Und das ist einfach der geilste Spot, den es meiner Meinung nach mitunter im gesamten Apex-Universum gibt, die Sortierfabrik. Ich habe sie vermisst und ich finde es geil, dass sie zurückkommt. Dann gehen wir weiter. Komm, wir stoppen hier einfach mal ganz kurz. Seer und Prowler, Charge Rifle und Gibby. Dann haben wir die Rampage und keine Ahnung, wer das war. Dann haben wir Bloodhound und die Alternator, Ash und die Nemesis. Geile Skins, wirklich. Keine Ahnung, wer das ist. Und die Longbow. Es könnte Bangalore wahrscheinlich gewesen sein. Einfach, einfach. Verdammt, Hammer. Schöne Skins. Das hat so ein bisschen was von Pharaonen-Style. Irgend so ein ägyptischer Spaß. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, die Skins. Allesamt sehr, sehr schön. Das ist seit langem mal wieder ein Event, wo ich sage, die Skins kommen gut. Der Seer-Skin, den finde ich ein bisschen drüber, aber ansonsten sieht es geil aus. Das Erbstück von Fuse, eine Gitarre, mein absolutes Lieblingsinstrument. Hier im Hintergrund hängt zwei bei mir an der Wand. Ich liebe Gitarren. Und das Erbstück ist schon sehr nice. Ich bin aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das Erbstück wirklich eine Gitarre ist. Die Leaks gibt es ein paar Wochen schon und da dachte ich, Gitarre,
Das ist zu einfallslos, weil der immer mal mit einer Gitarre rumhantiert. Aber hallo, sie sieht echt ultra nice aus. Aber ich denke, die meisten warten jetzt darauf, was mit den Patch Notes passiert ist. Dann gibt es noch einen Reward Tracker. Wir können ein bisschen was auf eigene Faust freischalten. Nichts, was jetzt mega, mega krass der Rede wert wäre. Dann gibt es vom 19. bis 22. und vom 22. bis 26. September verschiedene Store-Rotationen, wo wir wieder für das Cosmetic-Event oder Collection-Event verschiedene Packs kaufen können. Verschieden beliebte Skins kommen zurück. Dann geht es hier weiter vom 26. bis 29. Vom 29. bis zum 3. Oktober gibt es nochmal eine extra Rotation. Weiter im Text die Patch Notes Balance Update. Also die 30, 30 und die 45 inklusive Hammerpunkt-Munition gehen in den Crafter raus, kommt wieder die Mosambik und leider Gottes die Nemesis. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann wurde der allgemeine Loot auf den verschiedenen POIs auf World's Edge ein bisschen besser verteilt, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es Änderungen an den Orientierungsmatches. Das gilt nur für neue Spieler. Wir als Normalspieler können das sowieso nicht auswählen. Dann gibt es, oh, es gibt einen Nerf für die Nemesis. Das ist so geil. Das habe ich völlig vergessen zu erzählen. Ganz am Anfang im Intro. Der Damage wurde nochmal angepasst. Grundschaden von 17 auf 16 reduziert. Und auch der Rückstoß, wenn wir anvisieren, wurde erhöht. Dann gibt es einen kleinen Buff. Natürlich gibt es einen Buff für Fuse. Hallo, wir bekommen Erbstück. Ist doch klar, dass der gebufft wird. Logischerweise die Zeit, bis die Knuckle final aus deiner Hand kommt, die Knuckle Cluster. Es geht ein bisschen schneller, aber jetzt kommt tatsächlich eigentlich der Schlag in die Fresse. Für alle, die vielleicht auch die Global Series verfolgt haben und die legendären Games, Finals und so weiter und so fort, mit Horizon, einer der meistgepicktesten Legenden überhaupt, inklusive Bangalore und Catalyst. Also Horizon freuen sich wahrscheinlich alle. Die Streuung der Waffen im Lift, wenn du nach oben gehst und nach oben bist, wurde nochmal angehoben, du kannst noch schlechter treffen. Die Geschwindigkeit, bis du oben angekommen bist, das dauert auch nochmal 20% länger. Und du kannst statt 2 Sekunden nur noch 0,5 Sekunden oben bleiben. Was zum Teufel soll denn das bitte? Also wirklich, das finde ich, das waren früher, wie lange konnte man da oben mal stehen? Mal 4 Sekunden oder so. Das war schon krass. Das war so ein Stück weit OP, weil man wirklich von einer guten Höhe mit einem guten Visier, gerade mit der G7 ordentlich lasern konnte. Das verstehe ich. 2 Sekunden war okay, aber 0,5 Sekunden nur noch. Das ist einfach meiner Meinung nach viel, viel zu krass. Dann gibt es bei Rampart noch bei den Amt-Covers eine Änderung. Die Zeit, bis das Ding final aufgestellt ist, dauert jetzt nur noch 2 statt 3 Sekunden. Und das Geile, wenn du ein Amt-Cover aufstellst, bleibst du in diesem Aufstellmodus. Das heißt, du stellst eine und kannst dann direkt die nächste stellen. Du musst das nicht neu aktivieren, solange du noch welche stellen kannst, logischerweise. Dann gibt es Änderungen bei Revenant, die ich ehrlich gesagt, tut mir leid, dass ich es einfach nicht so ganz verstehe, aber ich spiele Revenant so gut wie gar nicht mehr, seitdem der verändert wurde. Er ist geil, aber er ist halt trotzdem nicht most picked, meiner Meinung nach. Reduced Time Extension from Nox to 5 Seconds. Irgendwas war 10 Sekunden, ist jetzt nur noch, ich glaube, das ist diese Zeit. Wenn du jemanden knockst, wird, glaube ich, die Fähigkeit, deine ultimative Fähigkeit verlängert, diese Schattenform oder dieser Schattenschleier, den du um dich rum hast, das wird nicht mehr um 10, sondern um 5 Sekunden verlängert. So verstehe ich das. Das heißt, das ist mehr oder minder eigentlich ein Nerf. Wenn ich es richtig verstehe, ihr könnt mich gerne verbessern. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt weniger gut verstehe. Und auch das zweite, extra damage to the shroud will bleed through to Revenant if breaks, whatever. Es tut mir leid, verstehe ich genauso nicht so richtig. Ich habe es übersetzt, aber es macht auch übersetzt überhaupt keinen richtigen Sinn. Ist aber, glaube ich, auch nicht der Rede wert. Und es wurde noch ein bisschen was angepasst. Du kannst den Shadow Pounce, diesen Sprung nach vorn, den kannst du aktivieren, wenn du auf den Boden schaust. Dann pusht dich das anders nach vorne, als wenn du stupide geradeaus guckst. Da wurde auch ein bisschen was geändert. Dann natürlich World's Edge After Dark wurde hinzugefügt für die Zeit des Limited Time Modus. Ranked. In Ranked sollen wir wohl prozentual mehr Punkte pro Kill bekommen. Und Point Display. Parity, es tut mir leid, Moment, jetzt muss ich hier mal gucken, was genau das bedeutet. Hier, zieht euch mal die Übersetzung rein.
Der Punkteunterschied zwischen Teamkameraden mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten wurde verringert. Was auch immer das in der Praxis bedeutet. I don't know. Bugfixes, nichts, was mega, mega krass der Rede wert ist, weil es wieder viele Bugfixes sind, die meisten von uns überhaupt gar nicht mitbekommen. Was interessant ist, Quality of Life Changes. Bloodhound kann jetzt den Punkt der Aktivierung von Revenants Fähigkeit orten. Okay. Firing Range Supply Boxes, da wurde ein bisschen was verändert, nichts Spannendes. Was sehr interessant ist, der Black Market von Loba, der sortiert jetzt die Waffen des Types nach, das ist kein wildes Durcheinander mehr. Du hast von mir aus ganz oben schwere Waffen, leichte Waffen und so weiter. Und auch in den, ich glaube in den Supply Boxen, in der Firing Range wurde das genauso gemacht. So, dann wurde an den Audios ein bisschen was geändert, nichts, was für uns aber von Bedeutung wäre. Und für die PC-Spieler, PC DX12 implemented new rendering hardware interface. Irgendwas mit Rendern. Was genau das bedeutet, ich bin auch nicht allwissend, ich kann leider auch nicht alles wissen. Und das ist eigentlich das Interessanteste, was es zu erzählen gibt. Also nochmal ein fetter Schlag in die Fresse, meiner Meinung nach, für alle Horizon Mains. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist der Nerf für die Nemesis. Ich bin gespannt, ob er reicht. Ich finde trotzdem die Fire Rate auf der Maximalstufe, wenn die geladen ist, trotzdem ganz schön frech. Sind wir mal gespannt, inwieweit das auf der höchsten Feuerrate den Rückstoß beeinflusst, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und jetzt, wer Bock hat, schaut sich auf jeden Fall nochmal mit mir den Trailer an. Da machen wir eine kleine Analyse. Alle anderen, die da keinen Bock mehr drauf haben, wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt gibt es noch flott den Trailer oben drauf. Ich hoffe, der ist nicht zu laut eingestellt. Ich mache den mal noch ein bisschen leiser. Das meiste haben wir jetzt auf der EA-Seite schon gesehen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist einfach mal, zieht euch diese Animation rein und zieht euch einfach nochmal dieses Erbstück rein. Einfach absolut sexy. Viele von euch werden diesen Spot überhaupt nicht kennen, weil sie die OG-Map von World's Edge wahrscheinlich gar nicht kennen. Ist schon lange, lange von der Bildfläche leider verschwunden. Auch ein geiler Spot gewesen damals. Ja, endlich mal ein neuer Modus. Kann ich auf jeden Fall nur begrüßen. Das wurde mal Zeit, weil jedes Jahr Shadow Royale ist dann irgendwann auch mal mega, mega langweilig. Das mit den Totenköpfen finde ich interessant. Wie es funktioniert, steht hier auch nochmal Seeks Enemies Targets Exploding oder Explodes on Impact. Heißt nichts anderes, du haust das raus. Es verfolgt ein Ziel und schlägt dann irgendwann ein. Es gibt einen explosiven Effekt. Wahrscheinlich wirst du auch verlangsamt. Und wie es Mad Maggie jetzt auch noch frecherweise vormacht, seht ihr jetzt gleich, wirst du auch noch gehighlightet, wenn du davon getroffen wirst. Und das passiert dann genau jetzt. Achtung, zack, gehighlightet. Ein bisschen wie bei Revenants Fähigkeit. Und dann bist du am Eimer. Ja, mehr gibt es, denke ich, zum Trailer nicht zu erzählen. Die Optik von World's Edge ist einfach nur atemberaubend. Hier nochmal das Erbstück in Action und nochmal Hau drauf. Spaß ebenfalls mit dem Erbstück. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Leute, am 19. September ist es schon soweit, quasi nächste Woche Dienstag. Ich kann leider nicht reinstreamen. Ich habe nächste Woche Spätschicht. Aber am Mittwoch werde ich dann einfach ein bisschen das Event streamen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Freut euch also drauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr vom Event haltet. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen. Wünscht euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.